Freunde, was geht und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute hier einen richtig alten YouTuber neben mir stehen. Du bist eigentlich viel zu alt für meine Fabian Videos. Siegesmund. Ich dachte mir, das mache ich mir aber heute einfach zu meinem Nutzen, denn wir machen heute eine Fußball-Challenge. Was machen wir genau? Wissen deine ganzen Damen, die zuschauen, was Fußball ist, oder willst du noch kurz erklären? Was machen wir aber? Erzähl mal. Lattenschießen, ganz einfach. Richtig, wir machen heute einfach das Lattenschießen. Wir haben noch ein Kind und eine Dame dabei. Das ist also richtig peinlich für uns. Also du bist dabei und ein Kind. Yes, who's back? Jetzt habe ich aber schon, jetzt steht schon 2:0 für dich. Wie dem auch sei, jedenfalls, hier, du hast was aus der Privatsammlung von dir mitgebracht. Nein, deine Unterwäsche-Sammlung. Sehr gut. Okay, also das ist hier... Von Moritz. Das ist ein Herrentanga von Moritz. Ja. Und den müssen wir uns gleich anziehen, plus so schöne Herrenleggings. Von und da wird dann als Bestrafung richtig schön Arschschießen gemacht. Ich glaube, das wird richtig lustig. Und das Gute ist, wir haben eben schon eine Challenge gedreht, so auf seinem Kanal. Und da hat einer von uns richtig peinlich verloren. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall auch vorbeischauen. Er könnte sein. Jedenfalls, jetzt machen wir ein bisschen Lattenschießen und los geht's, Freunde. Ganz kurz, Aaron ist gerade weg, deswegen kann ich kurz das Regelwerk erklären. Der wird sowieso nicht verstehen. Das Ding ist, wir haben jetzt hier verschiedene drei Bereiche. Einmal die Linie hier vorne, einmal die in der Mitte und einmal die hinten. Und das sind quasi Schwierigkeitsbereiche. Wir sind zu viert und die ersten beiden, die treffen, die kriegen jeweils einen Punkt und die letzten beiden gehen leer aus. Das machen wir eben dreimal, sodass die Leute innerhalb dieser drei Stadien Punkte ansammeln können. Ja, und im Endeffekt gewinnt natürlich derjenige, der die meisten Punkte hat, beziehungsweise verliert der, der die wenigsten hat. Und der kriegt dann richtig schön, wird auf den Arsch geschossen mit Männertanga. Jetzt geht's aber richtig los. Los geht's. Natürlich jetzt Aaron. Ich stehe ein bisschen unter Druck. Bam! Oh, warum triffst du? Was ist los mit dir? Weil sonst haben wir beide einen Punkt und du und der Kleine. Leon, wie alt bist du nochmal? Acht. Und du und der Achtjährige habt einen Kleinen. Halt dein Maul. Mann! Ah, aber ganz ehrlich, das war schon viel Gutes bei ich. Ich ja, und der soll einfach weggehen, ey. Aber du darfst auch nicht treffen, es geht ja nur um dich, weil es müssen ja eh nur wir beide eine Bestrafung machen. Ja, das heißt, rein theoretisch, Jonas, wenn ich jetzt schon treffe, dann bin ich schon durch. Nee, stimmt gar nicht. Vergessen haben zu sagen ist, wenn der von uns weniger Punkte hat, der wird ja auf den Arsch geschossen. Aber nicht nur von allen, die mitgemacht haben, sondern von allen, die in der Halle sind. Nee, das haben wir nicht gesagt. Wir bist du ein Mädchen? Nee, haben wir nicht gesagt. Und ja, du hast mich eben noch als Mädchen angeteasert. Ja, das in meinem Kanal. Aber komm, dann machen wir, bist du ein Mann und sagst, alle Kinder. Und Frauen. Nee, sag mal Mädchen! Ja, du hast mir jetzt schon die Hand gegeben. Ja, Kinder. Und Frauen. Die hast du gerade besiegt und jetzt... Wow! Super geil, einfach super geil getroffen. Hey, bitte! Wir hätten die Anläufe zählen müssen. So, wo machen wir jetzt die Finale? Wichtig ist, ihr müsst jetzt, ich muss treffen und einer von euch beiden. Das ist wichtig. Ey, Kacke. Und ich? Fuck! Ich fang gleich die Latte an. Ach, nicht Pfosten? Nicht Pfosten? Ach, das nicht Pfosten. Weißt du was, Jonas? Ich hab 2 Punkte, du 1. Nee. Knapp, da kannst du ja auch nichts kaufen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich bin dran. So, Timo, Mann, geh doch mal aus dem Bild. So. Ich habe ja 3 Punkte. Also das heißt, du kannst jetzt noch... Ey, A schießt und ich stehe da vorne und ihr schießt von hier. Nein, ja.
So, willst du dich erstmal umziehen, Jonas? Ist ja dein Kanal. Wie du schießt, ey, wie eine alte Frau. Guckt euch lieber mal seine Challenge an und sagt euch, wer ein Gefühl hat. Weil das ist wahrer Fußball. Das ist irgendeine Technik-Scheiße. So, ich zieh das Ganze mal an. Ich find's gerade deswegen eklig, weil es eben von Aaron schon getragen ist, mehrfach. Aber ich werde es jetzt trotzdem anziehen. Und dann werdet ihr sowieso alle nicht treffen. So schlecht wie ihr alle waren, wird niemand treffen. Mach ich mir gar keine Sorgen. Denk an alle Frauen und alle Kinder. Komm, wir stellen uns schon mal auf. Hallo zurück. Ich freue mich. Du machst jetzt die Antwort. Ja, ich freue mich gerade so auf deinem Kanal zu sein. Kann man das Outfit schon ein bisschen, kann ich das mal ein bisschen präsentieren? Ich zeige Ihnen einen wirklich sehr erotischen Aussehen. Du musst da gleich hingucken, um zu treffen. Nur so zur Info. Ja, egal. Du weißt, ich werde dich zu Marty McFly zurück in die Zukunft schießen. Ich werde von der anderen Halle Anlauf nehmen. Ganz hinten. Das ist so eine richtig harte Doppelbestrafung. Erstmal diese ekelhaften Schüsse dann von euch, die wahrscheinlich mega wehtun. Und dass es auch ewig im Netz bleibt. Ja, aber ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, so sexy, hexy, Jonas, du bist toll. Wir brauchen einmal den härtesten Ball. Einmal konzentriert euch. Genau. Oh, das ist doch ein Schiff. Ist das wieder nicht. Jonas, bist du bereit? Ja. Konzentriert. Ja! Ja! Oh, Digga! Schade! Der ist gleich richtig schön rot wahrscheinlich. Gib ihm die Hand aus Höflichkeit. Sag Dankeschön. Oh, immer, er gibt immer die Hand. Ja, gerne, ja. Gerne nochmal. Boah, Junge, der ist so ausgekommen. Du Jonas, das war gar nichts. Alter, Tigerschuss. Bam! Die Dame, die den Seitenschießen verloren hat, wo du meintest, die schießt ein Mädchen, was ganz schlecht ist. Ich sagte, sie spielt richtig gut und sie hat besser als ihr beide gespielt. Du hast vorhin gesagt, dass Frauenfußball Geldverschwendung ist. Und das habe ich gar nicht gesagt. Ich würde da richtig drauf. Wie bitte? Aaron, du wirst so hart nicht treffen, dass diese 3 Meter wirken für dich wie 300 Meter. Du wirst so weit daneben schießen, du hast jetzt keine Chance. Jetzt ist die Frage, pure Gewalt oder versuchen zu zielen? Tja. Pure Gewalt oder versuchen zu zielen? Ah, mein Neffe sagt pure Gewalt. Mach doch, der geht eh daneben. Scheiß doch. Ja! Der Einzige, der getroffen hat, war ein 8-Jähriger. Der ist schon 10. Er ist schon 10. Aaron, 3 Meter Entfernung und du triffst mal einen riesen geilen Hintern nicht. Jetzt hast du wieder eine große Kramp. Ja, tut mir leid. Wir können ja nochmal eine Runde spielen. Auf gar keinen Fall. Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch unterhalten hat. Und jetzt die gute Nachricht ist, das war's noch nicht mit spannender Fußball-Action. Denn, wie gesagt, wir haben bei Aaron noch eine schöne Challenge. Ja, aber das Video müsst ihr nicht gucken. Guckt dieses Video und gönnt euch Aarons Videos auf jeden Fall. Dann gibt es auch noch eine schöne Bestrafung. Und da hat am Anfang noch jemand schön ein richtig großes Maul. Also auf jeden Fall reinschalten. Unten verlinkt. Euch jetzt noch einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ah, oh, so machst du das immer. Nein, das ist super überhaupt.